Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Monatslegung für September 2024. Schön, dass ihr wieder mit da seid und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr genießt die warmen Sonnentage, denn wir eilen jetzt schnellen Schrittes Richtung Herbst. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf die Septemberbotschaften, wie ich es bin, da ich vom Aszendenten her Fische bin. Für alle, die neu zugeschaltet haben, euch ein herzliches Hallo und ich möchte mich euch kurz vorstellen. Mein Name ist Tanja, ich lege hier die Karten und ich lege dir zwei Stapel aus, den einen mit allgemeinen Energien und den anderen in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Alles, was dich sonst noch interessieren könnte, findest du unterhalb dieses Videos in der Infobox verlinkt. Zum Beispiel die Karten, mit denen ich hier arbeite in diesem Orakel. Du findest dort den Link zu meiner Website, ein bisschen mehr über mich und du findest vor allen Dingen dort natürlich die Zeitstempel, sodass du bequem zur Deutung übergehen kannst und den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest und noch mehr wissen möchtest, mit mir gemeinsam in diese Situation eintauchen möchtest. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Und ich freue mich auf jeden Fall total auf den Herbst. Da kommt sie rausgesprungen. Hier heißt es für dich, unser Leben kann nicht immer voller Freude sein, aber immer voller Liebe. Unser Leben kann nicht immer voller Freude sein, aber immer voller Liebe. Die Liebe zu uns selbst ist die wichtigste von allen. Und jetzt gucken wir gleich mal weiter. So, liebe Fische, für dich sind hier die Karten der Himmelstänzer gefallen mit der Hingabe, das Schwert des Magiers mit auf den eigenen Zaubervertrauen und die Traumdiebin mit der Weigerung, dem Ruf zu folgen. Aus den Lennemore-Karten haben wir bekommen die Schlange, das Kreuz, die Sense und der Baum. So. Deine Ausgangskarte war, unser Leben kann nicht immer voller Freude sein, aber immer voller Liebe. Ich denke, du hast es hier mit einem Menschen zu tun, egal ob männlich oder weiblich, der sich bislang noch nicht konkret für dich entschieden hat. Entschieden insofern, dass man dir vielleicht gesagt hat, ja, ich liebe dich und ja, ich bin gern mit dir zusammen und so weiter und so fort, aber es geht in keine richtig feste Richtung, das heißt, ihr seht euch zu unregelmäßig, ihr zieht noch nicht zusammen, es fehlt einfach an Substanz. In der ganzen Verbindung fehlt es an einer gewissen Substanz. Das Ganze liegt daran, dass bis jetzt das Gegenüber nicht das reingegeben hat oder das getan hat, was es bräuchte, nämlich sich eventuell von jemandem zu trennen, zu verabschieden. Die Aufgabe, ja, zu erfüllen, eine Entscheidung zu treffen, die ich hier in dieser Karte auch sehe mit dem erhobenen Schwert. Es erinnert mich irgendwie, da steht zwar Schwert des Magiers und mit der Magier im klassischen Tarot ist die Person, die zwar manipulativ sein kann, aber die auch alles zur Verfügung hat. Diese Person hat alles zur Verfügung, was es braucht, um erschaffen zu können, um etwas Neues erbauen zu können, um
ja, einen neuen Weg auch gehen zu können. Hier braucht es eine Entscheidung. 3 und 7 ist 10. Die Zehnerkarten im klassischen Tarot sind immer die, wo etwas beendet ist. Und dann geht es mit einem Ass wieder neu los. Ich sehe hier ein Ende und hier durch dieses Schwert nehme ich eben ganz stark das Ass der Schwerter wahr. Und hier ist eine Entscheidung fällig, hier ist ein Wort fällig. Hier muss irgendwo was ausgesprochen werden, nämlich ich möchte mich hier trennen, ich möchte die Scheidung, ich, was weiß ich, möchte hier einen Cut machen. Wir haben auch hier die Sense angezeigt mit einem ganz klaren Schnitt unter 10. Wir haben hier die Traumdiebin liegen mit der Weigerung, dem Ruf zu folgen. Also das hat man bislang nicht gemacht. Warum? Weil man dem Ganzen zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Schau dir mal die Augen dieses Tiers an. Der Fokus hat gefehlt. Die Hingabe hat gefehlt. Man hat nicht, man hat dem Ganzen diese Bedeutung nicht zugesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Mal Klarheit reinzubringen in die ganze Sache. Und diesen Monat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viele Legungen gemacht, merke ich ganz deutlich, wie sehr, sehr, sehr stark Klarheit gefordert ist bei allen von euch. In allen Legungen ist Klarheit was ganz Essentielles. Und hier haben wir aber 1 und 3 in der Quersumme die 4. Und die 4 ist immer der Aufstieg. Das heißt, wenn man sich bis jetzt gesträubt hat, prokrastiniert hat, die Sachen aufgeschoben hat, wird man das jetzt nicht mehr tun. Man wird erkennen, welchen Wert eure Verbindung hat. Man wird erkennen, wie wichtig es ist, dass man sich darauf bitte konzentriert. Denn sonst gibt es irgendwann nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Dann plumpst diese Kugel auf den Boden und zerspringt in 1000 Teile. Dann bist du vielleicht irgendwann mal weg, weil du sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das wirklich lang genug mitgemacht. Ich habe jetzt lang genug zugeschaut. Ich habe lang genug meine Augen zugedrückt über viele Dinge und immer nachgegeben und Rücksicht genommen. Aber jetzt bin ich dran. Jetzt sind wir dran. Entscheide dich. Und deshalb bist du nicht begeistert. Hier fehlt die Freude. Ja klar, weil es geht für euch nur immer bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann geht dein Gegenüber entweder zurück zur Nochpartnerin, wenn man noch irgendwo drin steckt, oder zurück in die alte Situation, falls ihr vielleicht eine Fernbeziehung habt und ja, muss halt wieder abreisen. Man geht von dir letztendlich weg. Man geht aus der Gemeinsamkeit irgendwie wieder raus. Und das kann man sich nicht ewig angucken. Das will man sich auch nicht ewig angucken. Warum denn auch? Wenn einem das wirklich was bedeutet, dann muss ich irgendwann, Entschuldigung, den Arsch in der Hose haben und sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, weil ich habe hier mich und ich habe hier noch 2 Menschen, denen ich eine Antwort schuldig bin. Das ist ein lebenseinschneidendes Gespräch, das hier stattfinden muss. Was Lebensveränderndes. Das tut auch weh, denn der Baum steht auch für die Gesundheit. Das tut auch weh. Man verletzt sicherlich jemanden, wenn ich jetzt sage, du, ich liebe dich nicht mehr. Oder ich möchte einfach, oder ich habe mich in jemand anderen verliebt. Das ist, boah, erstmal richtig krass. Das ist erstmal richtig krass. Aber es ist halt die Wahrheit. Und die muss hier ausgesprochen werden. Hier bedarf es endlich mal diesen Aufwachmoment. Mensch, mach endlich mal was. Wach doch auf, siehst du das denn nicht? Schau doch mal, wo du hier drin steckst und schau mal, was wir miteinander haben. Triff endlich eine Entscheidung, zieh einen Schlussstrich. Finde endlich deinen Weg. Denn die Liebe ist ja da. Also entscheid dich doch bitte auch für den Weg der Liebe und nicht für den Weg des, ja, wir haben Kinder miteinander, wir haben einen Kredit miteinander, eine Immobilie miteinander, was auch immer. Denn diese Person fordert von dir Geduld. Der Weg zu meinem Herzen,
ist durch die Vergangenheit zu einem großen Labyrinth geworden. Wenn du den Weg in mein Herz auf dich nehmen möchtest, dann zieh dir die Schuhe des Vertrauens an. Hülle dich in den Mantel der Zuversicht und vergiss den Hut des Mutes nicht. Mit dem Schlüssel der Gelassenheit im Gepäck wirst du den Weg in mein Herz finden. Was du brauchst, ist vor allem Geduld. Geduld zu haben bedeutet, darauf zu vertrauen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommen wird. Nichtsdestotrotz, ich meine, diese Person kann um Geduld bitten, aber es liegt ja an dir. Das ist doch deine Lebenszeit und du entscheidest darüber, mache ich dieses Spielchen noch weiter mit oder eben nicht. Denn selbst wenn dieser Mensch hier nicht mehr in einer Verbindung ist und diese Person, mit der man hier zusammen war, immer noch starken Einfluss nimmt auf ihn oder sie, dann wird es trotzdem Zeit, das als erwachsener Mensch zu reflektieren und zu sagen, hallo, ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit, ich lebe jetzt in der Zukunft. Hier ist ein anderer Mensch und der hat Fairness verdient, Ehrlichkeit, Offenheit und vor allen Dingen weg mit diesen Altlasten. Neuer Mensch, neues Glück heißt es nicht umsonst. Das hast du nicht verdient, dass man diesen alten Krempel hier mit anschleppt. Tu dir das nicht an. Und hier müssen klare Gespräche geführt werden. Fordere das ein von deinem Gegenüber. Der ist dir das schuldig oder sie. Das hat auch mit Respekt und Wertschätzung zu tun und hier wird nicht hingehalten und Spielchen gespielt mit deiner Lebenszeit. Ich begegne allen Lebewesen mit Respekt und Liebe. Respekt und Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann respektiere ich diesen Menschen und zwar zutiefst. Ich achte, ehre und schätze diesen Menschen und ich treibe keine Spielchen mit diesen Menschen. Definitiv nicht. So wie ich anderen begegne, so werden sie auch mir begegnen, da alles, was mir begegnet und widerfährt, eine Entsprechung meines Selbst ist. Das, was ich aussende, das bekomme ich wieder. Wenn ich anderen mit respektvoll begegne und mit einer liebevollen Haltung, mit einer wertschätzenden Haltung, wertgebenden Haltung. Wenn ich jemanden nicht so gut kenne, kann ich seinen Wert vielleicht noch gar nicht schätzen, weil ich ihn noch gar nicht wirklich kenne. Aber ich kann ihm Wert geben, indem, dass ich ihm meine Zeit widme, dass ich ihn anschaue, wenn wir sprechen, dass ich nicht auf meinem Handy rumwische, nicht immer auf die Uhr glotze, sondern ihm den Respekt zolle, auch zuzuhören, nicht nur hinzuhören. Das sind viele, viele Kleinigkeiten. All das umfasst Kommunikation. Schau mal, wie das bei euch vorhanden ist. Wie viel Respekt lässt dein Gegenüber dir zukommen? Und was ist nötig, damit es bei euch beiden zu einer klaren Aussprache kommt? Und vor allen Dingen auch, dass du weißt, wie es für dich in Zukunft weitergeht. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es geht hier auch um dein Leben. Nicht nur um seins oder ihrs. Mit der Liebe spielt man nicht. Hier muss wirklich was ausgesprochen werden. Ja? Auch wenn es irgendeinem eventuell wehtut. Was ich auch reinbekomme, fällt mir jetzt gerade auf, es kann sein, dass du es mit einem Gegenüber zu tun hast, der die mit einem, in Anführungszeichen, kranken bzw. pflegebedürftigen Angehörigen zu tun hat. Es kann eine Mutter sein, also was weiß ich, jemand aus der engeren Familie, kann aber auch eine Partnerin oder ein Partner sein. Denn das könnte auch eine Krankheit sein. Und jemand braucht eventuell Beistand, Fürsorge, Pflege, medizinische Versorgung, Betreuung. Nichtsdestotrotz
kann eine Lösung gefunden werden, selbst wenn da eine demente Mutter eventuell vorhanden sein soll oder ein gebrechlicher Mensch zu Hause sein soll, der Hilfe beim Duschen und aus dem Bett morgens braucht und so weiter. Ja, für all das gibt es eine Lösung. Ich habe selber eine ganze Weile in Freimann gearbeitet, Freimann bei München, in einer Sozialstation. Und bin zu Leuten nach Hause gefahren und habe die unterstützt in ihren alltäglichen Bedürfnissen. Und deswegen gibt es für alles eine Lösung, sodass die Leute vielleicht auch noch zu Hause wohnen bleiben können. Es gibt immer irgendwo Möglichkeiten. Und ich denke, wenn da jemand ist, der eben so einen Bedarf hat, dann verstehe ich das auch, dass man schweren Herzens sagt, du, ich habe jemand anderen kennengelernt, ich möchte wegziehen oder ich habe nicht mehr so viel Zeit oder wie auch immer, man möchte sich da irgendwie rausbewegen oder man hat einem Partner gegenüber ein schlechtes Gewissen. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist, jemanden so unehrlich, trotz dieser Situation, so unehrlich gegenüberzustehen, als, weiß ich nicht, dieser Person trotz all dem den Respekt zu zollen und zu sagen, ich habe mich in jemand anderen verliebt. Aber ich bin trotzdem für dich da, so gut es geht. Und wir müssen eine Lösung finden, damit ich weiß, dass du versorgt bist oder dass du hier Unterstützung hast. Ich denke, es gibt für alles eine Lösung. Aber man selber hat auch Glück verdient. Ihr habt Glück verdient. Denn dieser Mensch ist nicht glücklich. Ich lese dir jetzt mal schnell diese Karten vor den Engelsbotschaften, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, das tun zu müssen. Und hier heißt es, Meditation bringt uns in Berührung mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was hält diese Person im Innersten zusammen? Ist das das? Ich glaube, das ist das Gewissen, ein Gewissenskonflikt. Das ist ein Zerwürfnis in einem selbst. Zusammenhalten tut einen die Liebe. Die Liebe, die Freude, die Zuversicht. Das, wo ich sagen kann, das ist schön in meinem Leben. Das tut mir gut, da schöpfe ich Kraft, das zehrt. Ich sage nicht, dass man das nicht auch gerne macht für jemanden, weil derjenige es verdient. Aber das ist eher kräftezehrend. Und man muss selber auch schauen, wie man stabil bleibt. Wollen wir in Frieden leben, muss der Frieden aus uns selbst kommen. Ich sage, das hat irgendwie mit dem Gewissen zu tun, mit dem Gewissen dieser Person. Deswegen bittet man dich um Geduld, weil du im Endeffekt viel unabhängiger bist wie diese Person, mit der man es hier noch zu tun hat. Du bist unabhängiger. Aber, also das ist so, du brauchst mich nicht so sehr, wie die mich brauchen oder wie er oder sie mich braucht. Aber das ist kein Grund, dich deshalb auf die Wartebank zu setzen. Das ist kein Grund. Du hast dein eigenes Leben, deine eigene Lebenszeit und du hast es verdient, dass jemand an deiner Seite ist und dir Respekt zollt, was das anbelangt. Und dafür Verständnis aufzubringen, ist eine schöne Sache, eine ganze Weile. Aber man kann im Endeffekt in der Zeit, wo ich Verständnis aufbringe dafür, sagen wir mal ein Jahr, in 4 Jahreszeiten schaffe ich, mich zu organisieren. Das schaffe ich, mich zu organisieren und etwas auf die Beine zu stellen, sodass ich weiß, dass dieser Mensch versorgt ist und ich ein anderes Leben führen kann. Und hier nur teilweise präsent bin. Deswegen kann ich trotzdem immer erreichbar sein. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich komme einmal die Woche vorbei. Aber ich bin nicht mehr jeden Tag da. Von morgens bis abends so ungefähr. Na? Weil eure Liebe braucht auch Raum, eure Liebe braucht auch Zeit. Du brauchst das. Ihr braucht das im Miteinander. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Blumen blühen auf, Ideen keimen auf, Kreativität keimt auf in einem und man hat plötzlich irgendwie Lust,
ein Bild zu malen oder, was weiß ich, eine Statue zu erstellen oder keine Ahnung, irgendwas anderes Künstlerisches. Es geht einfach darum, Ausdruck, dem Ganzen Ausdruck zu verleihen. Es geht auch darum, Lösungen zu finden, nicht nur immer Gründe, warum etwas nicht geht. Lösungsorientiert zu denken. Wer im Endeffekt etwas wirklich will, der findet immer Wege und Lösungen. Immer. Und wer das nicht will, der findet immer nur Gründe, warum was nicht geht. Das ist der feine Unterschied. Und das muss man dieser Person aber auch mal bewusst machen. Und jetzt schauen wir in die Engelsbotschaften. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier haben wir bekommen für dich die Hochzeit. Die Feen verbinden euch, um den Segen der Ehe zu feiern. Ich möchte jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen und sagen, oh, ihr kriegt jetzt gleich morgen einen Heiratsantrag oder sowas oder jeder kriegt den. Möglich, vielleicht kriegt der ein oder andere einen Heiratsantrag oder eine Verlobung oder was weiß ich. Verlobt man sich heutzutage eigentlich noch? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass ihr beide bessere Zeiten erreichen werdet, ein höheres Level eurer Beziehung beschreiten könnt und das ist von oben beschützt und vor allen Dingen auch gewollt. Hier kommt ganz viel Heilungsenergie rein, heilende Energie hüllt dich und diese Situation ein. Ich denke einfach, dass dein Gegenüber darf ich das sagen, mit dem Gesicht in die Torte gedrückt wird, so pff, ja, so schau mal, probier mal, schmeckt's denn gut, sieht's denn schön aus, warum isst du da nicht davon, so ungefähr, ne? Du hast hier was Wunderschönes vor dir liegen, vor dir stehen und du greifst nicht zu, bist du des Wahnsinns, ja, denkst du wirklich, da kommt noch was Besseres nach. Glaubst du wirklich, dass es morgen, übermorgen, nächstes Jahr besser ist als heute? Wann willst du eine Entscheidung treffen?
Wann willst du Ja zu diesem Menschen sagen, wenn er sie geht? Wenn er sie die Nase voll hat? Vom Hinhalten? Vom auf die Wartebank setzen? Wann willst du eine Entscheidung treffen, wenn es zu spät ist? Denn wir haben hier das perfekte Timing. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Inspirationen in die Tat umzusetzen. Die Türen sind weit offen, während du sie in unserer Begleitung durchschreitest. Zögere nicht und schiebe nichts auf, da alle Ingredienzien reif sind für deinen Erfolg. Alles und jeder ist auf deiner Seite und unterstützt dein erwünschtes positives Resultat. Hier positiv bleiben. Arbeite für und nicht dagegen. Such Lösungen, nicht Gründe. Und vor allen Dingen hast du alles, was du brauchst. Alles. Das Internet liefert dir Antworten. Behörden, da kannst du hingehen, anrufen, du kannst fragen. Du kannst hinschreiben, bekommst Antworten. Ja, manchmal dauert es ein bisschen. Aber mach doch endlich mal was. Ingredienzien heißt, es ist alles vorhanden, alle Zutaten für ein Rezept zum Beispiel. Du hast alles, was du brauchst. Aber machen musst du selber. Erzengel Michael, und schau dir mal die Karte an, der hat ein Schwert in der Hand. Wieder dieses erhobene Schwert. Mensch, geh endlich für dich, steh zu dir und triff endlich eine klare Entscheidung. Wo ist denn dein Weg? Zu wem gehörst du und wer gehört zu dir? Was willst du in deinem Leben? Wo willst du denn hin? Wie soll dein Leben aussehen? Lass deine Vergangenheit los. Die Last deiner Vergangenheit, die du mit dir herumträgst, hat dich müde gemacht, liebes Wesen. Der Moment ist gekommen, diese Last abzulegen. Behalte nur die guten Lektionen und die Liebe und lass alles andere hinter dir. Du willst es nicht und du brauchst es nicht. Und jetzt ist es von dir genommen. Du bist niemandem etwas schuldig. Diese Person ist niemandem etwas schuldig. Ja, wir haben so etwas wie ein Gewissen. Und dieses Gewissen stürzt uns leider immer wieder mal in den ein oder anderen Konflikt. Weil wir natürlich hilfsbereit sind, weil wir empathisch sind, weil wir den ein oder anderen Menschen gern haben, aber nicht so gern, dass wir unser ganzes Leben dafür aufopfern wollen. Oder wenn uns jemand enttäuscht hat in der Vergangenheit, denn auch das kann der Fall sein und das ist die schwere Bürde, die dieser Mensch noch mitschleppt, dann darf man das ablegen, denn du hast einfach verdient, dass man unbedarft da reingeht, dass man, oder sagen wir mal möglichst unbedarft, dass man nicht pauschalisiert. Du bist nicht verantwortlich für das, was ihm oder ihr passiert ist. Du bist nicht die Person aus der Vergangenheit. Es kann mit dir ganz anders laufen. Hier ist eine Aussprache fällig und hier ist vor allen Dingen eine souveräne Stellungnahme nötig. Mensch, Junge, Mädel, was willst du eigentlich? Mach dir das selber mal klar. Und dann kommst du und sagst mir Bescheid. Dann weiß ich nämlich auch für mich, wo es lang geht. Denn ich bleib hier nicht mehr sitzen. Ich warte hier nicht mehr. Da kannst du noch so oft um Geduld bitten. Es reicht, mir reicht es. Denn ich merke, dass dich das nicht glücklich macht. Ja, auch wenn du diese Person liebst. Ich denke, diese Person braucht einfach, ja, wie so ein, ich möchte jetzt nicht sagen Ultimatum, weil das klingt immer so fies, so eine Pistole auf die Brust und jetzt entscheide ich gefälligst oder so. Aber man braucht irgendwo ein Zeitfenster, denke ich. Bis da und dahin gebe ich dir jetzt noch. Ich denke, das ist fair. Ja, und den Zeitraum musst du für dich selber definieren, denn ich weiß nicht, wie lange das bei euch schon geht. Ja, bei dem einen kürzer, bei dem anderen länger. Aber es obliegt dir, da ein Zeitfenster zu setzen oder eben gar nichts zu tun, aber dann ändert sich mit Sicherheit auch nichts. Das muss ich auch sagen. Denn dieser Person fehlt es hier ein bisschen an Integrität. Handle entsprechend deiner Wertvorstellungen und deines inneren Wissens darüber, was für dich richtig ist.
Das ist das, was es braucht. Und ich denke, diese Person, entschuldige, wenn ich das so sage, braucht einen liebevollen Arschtritt von dir. Es tut mir einfach leid, aber ich kriege es so rein. Es ist so ein Zögerer, so eine prokrastinierende Person, alles aufschieben. Ja, mache ich noch. Ja, ich sag's noch. Ja, ich mach's noch. Ich tue es noch. Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Ja, und die Zeit vergeht. Und ihr seid immer noch da und dreht euch im Kreis. Na? Diese Person liebt dich. Das schon. Aber dieses Ich liebe dich allein, das reicht nicht. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Na? In diesem Sinne, wenn du sagst, ja genau, so ist das bei uns, bei mir, bei ihm, bei ihr, dann freue ich mich, dich im weiterführenden Reading wieder begrüßen zu dürfen. Allen anderen herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und natürlich auch über eure Abos, wenn es euch denn gefällt, wie ich die Karten deute. Der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bist du. Und du bist mir auch wichtig, weil ich für dich gucke, als Zuseher, als Zuseherin. Und ja, schau auf dich, schau, was deinem Herzen gut tut und mach mehr davon. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in irgendeinem Orakel, in einem wöchentlichen Orakel oder bis zum nächsten Sternzeichen-Orakel im Oktober. Alles Liebe von meiner Seite. Tschüss, deine Tanja.